Und damit herzlich willkommen zur Closed Beta von Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Ja, nochmal hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zur Closed Beta von Ghost Recon Breakpoint. Während der Closed Beta werden wir auf Schwierigkeitsstufe normal spielen und mit dem Standard HUD. Später, wenn wir dann das releasede Spiel streamen, voraussichtlich, dann werde ich natürlich auf Extrem umschalten, auf Schwierigkeitsstufe Extrem und mit minimalem HUD spielen. Ich sehe gerade, es ist eventuell ein bisschen dunkel, dann lass mich mal kurz raustappen und ich stelle euch einen Filter ein, damit es für euch ein bisschen heller ist. Einen Moment. So, ich hoffe, das geht so. Ich hoffe, ihr seht so genug. Jo. Für diese Closed Beta habe ich mich jetzt dazu entschieden, das Ganze also missionsbasiert zu machen. Dies hier ist die erste Mission. Heißt, jetzt hier Adler am Boden. Wir müssen nach Überlebenden suchen. Auf Englisch Eagle Down. Und ja, nicht als klassisches Let's Play, denn ich habe es bereits als klassisches Let's Play aufgenommen. Knapp 2 Stunden aufgenommen und dann habe ich nachher gesehen, dass nur zwei Folgen wirklich aufgenommen wurden. Denn mir ist die Festplatte vollgelaufen, weil ich nicht aufgepasst habe. Und nicht darauf geachtet habe, wie viel Speicherplatz ich noch auf der Festplatte habe. Tja, Pech gehabt. Das spiele ich jetzt also jetzt schon mit meinem Privatdurchlauf jetzt schon zum dritten Mal. Also. Und noch plus die zwei Technical Tests, die ich auch gespielt habe. Aber dafür werde ich es dann jetzt versuchen, besonders gut zu machen für euch. Hä, wo steht der denn? Sonst steht der immer da links. Warum steht der jetzt da? Haben die etwa in den... Sieht aus, als hätten die in der letzten... während der letzten Wartungszeit die Patrouillenrouten geändert. Vorher sind die immer so halbwegs gleichzeitig, also gestern, als ich aufgenommen habe, sind die so halbwegs gleichzeitig hier immer entlang marschiert. Einer ist noch kurz stehen geblieben, dann konnte ich den ausschalten und dann konnte ich zu dem gehen. Scheinbar wurde da was geändert. Kann ich die von hier aus markieren? Ja, wunderbar. Nur treffen mit der Pistole nicht so ganz. Aber wir machen das jetzt natürlich schön stealth, schön leise. Nicht so, wie ihr das von Hitman von mir gewohnt seid. Aber Ghost Recon, ich meine, manche sind Soldaten, wir sind Ghosts. Heißt, wir sind Geister, wir sind leise. Bevor jemand mitkriegt, dass wir da waren, sind wir schon wieder weg. So sollte es zumindest sein.
If there was, they ain't anymore. That's messed up, man. Natürlich passiert zwischendurch als mal was, ab und zu mal was Unvorhergesehenes, aber guck's. Du bist dran. Bam. Die Leichen hier brauchen wir nicht zu verstecken. Aber nur damit ihr es mal gesehen habt. Keine Ahnung, ob wir später noch Leichen verstecken werden. In den beiden Hauptmissionen, die hier drin sind, in der Beta enthalten sind, eher nicht. Aber vielleicht ja in der Nebenmission. Ich mache das jetzt wie gesagt missionsbasiert. Das heißt, jede Mission ist eine Folge. Beziehungsweise vielleicht mache ich auch noch die Faction Missions, die Fraktionsmissionen. Und die mache ich dann immer pro Gebiet, weil so eine Fraktionsmission ist ansonsten innerhalb von 5 Minuten erledigt. Und so eine 5 Minuten Folge möchte ich ungern raushauen. Auch wenn es sicherlich ganz gut wäre für die Zuschauerbindung. Die Zuschauerbindung zeigt an, wie lange, zu wie viel Prozent Videos im Schnitt geguckt werden. So, dann haben wir hier noch einen Bunker. So, schauen wir mal. Granaten, Spritzen und Bandagen. Im Grunde sind die Spritzen ähnlich wie die Bandagen. Mit den Bandagen kann man Verletzungen heilen. Mit den Spritzen kann man nur die HP wieder auffüllen. Eine Verletzung bedeutet, dass man nicht voll aufheilt, sondern nur immer so in den Segmenten unten links. Ähnlich wie bei The Division. Die Charaktererstellung habe ich wegen dem Missionsfokus jetzt auch übersprungen. Ich meine, ihr seht den Charakter. Es gibt sowieso nicht so viel. Hier in der Beta noch nicht so viele Customization-Möglichkeiten. Oh, eine 416 direkt am Anfang. Nice. Eine 416. Sehr schön. Einmal ganz Myth, bitte. Da haben wir ja noch nichts. Außer einen Schalldämpfer natürlich. Der muss drauf. Und da hätte ich gern das Comp M4-Visier. Mein Lieblingsvisier. Und komm mal, wir knallen dem Ding noch eine Farbe dran. Machen wir die Waffe an sich schwarz. Huch, und die Erweiterung, die Waffe an sich beige und die oder braun. Und die Erweiterung alle schwarz. Habe ich in einem Q&A gelesen, dass das so beliebt wäre, angeblich. Und ja, es gefällt mir eigentlich ganz gut. Haben wir eigentlich so standardmäßig schon Skins, die wir benutzen können? Ja, eine Mütze könnten wir als Skin benutzen. Ja, komm, lass mal. Okay. Ich muss dran denken, dass ich nachher, wenn es wieder hell wird, dass ich dann den Filter wieder rausnehmen, damit es für euch nicht zu hell ist. Ich hoffe, es ist jetzt nicht schon zu hell. Wir müssen hier übrigens aufpassen. Ihr seht unten in der Mitte den Ausdauerbalken. Ich zeige euch mal gerade, wenn man kann auch über den Ausdauerbalken hinaus noch ein bisschen sprinten, aber ihr seht, dann setzt die Erschöpfung ein und jetzt ist der Balken ein Stückchen kleiner. Das heißt, wir haben jetzt weniger Ausdauer zur Verfügung. Wir können aber später was trinken oder an einem Biwak rasten und dann wird die Ausdauer wieder aufgefüllt. Hey, öffne die Kiste, los! Gib mir den Helm, der da drin ist. Na toll, eine Mütze.
Rüsten wir mal aus. Aber... So. Hat natürlich noch ein paar Beta-Bugs, aber das ist ganz normal. In den ersten beiden, aber eigentlich in allen drei Playthroughs war hier immer ein Helm drin. Oh. Oh. Nicht umdrehen, bitte. Nicht umdrehen, bitte. Ich glaube, es ist ein bisschen laut, oder? Ich mach's mal einen Tick leiser. Ja, ich hoffe, es ist. Ich hoffe, so ist besser. I'm not seeing anything over here. I guess they're all dead. We have to sweep this whole area to call it clear. Keep searching. Hey! Shit! Ja, ist gut. Na toll. Wie lang hat dieser Takedown denn bitte gedauert? Wie lang hat dieser Takedown denn gedauert? Das waren ja... In der Zeit hätte man bei Breakpoints 3 Takedowns gemacht. Alter. Wir wurden nur entdeckt, weil der Takedown so unglaublich lange gedauert hat. So, wir haben aber ein Level Up. Und können uns jetzt eine Klasse auswählen. Hier in der Beta gibt's den Sanitäter, den Sturmsoldaten, den Panther und den Scharfschützen. Mit dem Scharfschützen gibt's ein paar Bugs, beziehungsweise auch zum Beispiel, dass große Objekte nicht reingerendert, also nicht gerendert werden, aber trotzdem da sind. Und man sieht die Soldaten, die Gegner hinten dran, kann sie aber nicht treffen, weil dieses unsichtbare Objekt vorn dran steht. Also so ungefähr ab 200 Metern. Deswegen ist Sniper hier ein bisschen... Na, Panther spiele ich eigentlich immer. Also in den ganzen anderen... Auch in den Technical-Tests habe ich immer Panther gespielt. In meiner gescheiterten Let's Play-Aufnahme den Feldsanitäter. Fand ich aber nicht so cool. Deswegen nehmen wir jetzt den Sturmsoldaten hier. Zack. So, und dann nachher, wenn wir Fertigkeitspunkte verteilen haben, gehen wir zuerst auf... 20% EP-Bonus. Hey, ich will nicht ins Menü. So. Ich finde, die Schulterbewegung ist ein bisschen übertrieben. Übrigens, was sehr geil ist. man kann jetzt hier, im Gegensatz zu Wildlands, kann man hier den Rucksack auch komplett ausziehen. Das ist so gut. Das hat mich so gestört immer. Dass man den Rucksack nicht ausziehen konnte. Ja, oben lag in den Technical Tests noch eine Kiste drin, ist aber hier in der Beta keine Kiste mehr vorhanden. Leider. Es ist halt ein bisschen Loot-Spirale. Es soll halt ein Service-Game sein. Und... Dicke Weste. Zack. Ist noch ein dritter, noch ein vierter irgendwo. Ich weiß es. Wo ist der? Da. Ich hoffe, die bleiben noch ein bisschen da hinten, damit ich den hier ausschalten kann. Ich hoffe, es dauert nicht so lang. Oh, ist der gerade nach hinten gerutscht? Auch gut. Hey du. Shit, die haben eine Leiche gefunden. Glaube ich. Nee, haben sie nicht. So, ich muss einen mit der Pistole ausschalten. Zack. Nice. Very nice. Also das macht schon sehr viel Spaß. Es ist halt dieser Standard, dieser Game Loop, wie er auch bei dieser, ich nenne es mal Wildlands Game Loop. Der macht nach wie vor echt verdammt viel Spaß. Das Loot-Sammeln nervt mich ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, daher kommt dann
auf Dauer dann auch so ein bisschen die Langzeitmotivation her von dem Loot sammeln. Und der andere kommt zurück. Leg dich hin! Hier kann ich mich nicht tarnen. Scheiße. Zum Glück sind die halb blind. Man kann hier übrigens auch aus dem Liegen Takedowns machen. Ich kann es ja mal gerade zeigen, wenn ich nah genug rankomme. But they're all dead because you say so, huh? How's about you shut your mouth and open your eyes before some government-trained guerrilla assassin drops out of a tree and garrots us both? Oh nein, er kommt zurück. Oh shit, 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 shit. Tarnung in Bauchlage. Das Problem ist, wenn er zu nah rankommt, sieht er mich trotzdem. Ich lieg jetzt hier getarnt im Matsch. Problem, wie gesagt, wenn da einer vorbeiläuft. Komm, ich will den jetzt im Liegen ausschalten. Und zack. Ich finde, das sieht sau cool aus. Oh shit. Zack. Neutralisiert. So, vorne haben wir noch ein paar rote Wölkchen. Oh. Ich hätte gern ein Deckungssystem wie bei The Division, dass ich eine Taste drücken muss, um in Deckung zu gehen. Denn der ist so magnetisch. Gehst am Baum vorbei, zack, klebst du am Baum. Weil er dann dort direkt in Deckung geht. So, wo ist der andere? Da. Hätte ich jetzt auch können im Nahkampf ausschalten. Aber ich wollte jetzt zuerst hier zu denen. Zack. Rangaufstieg, nice. Dann können wir jetzt ja... Hier, XP hätte ich gerne mehr. Und Fallschirm hätte ich gerne. Vielen Dank. Und jetzt haben wir wieder einen Haufen andere Dinge freigeschaltet, die wir lernen können. Oder freischalten können. Da. Oh, da hinten. Oh, eine AK. Cool. Will ich nicht. Ich will die 416 behalten. Und ich hoffe, man kann irgendwie diese Meldung hier rechts im Bildschirm, da wenn man Fertigkeitspunkte bekommt und sowas, ich hoffe, die kann man kleiner schalten. Oder auch wenn man Waffen aufsammelt und sowas. Denn die ist schon sehr groß und das ist schon ziemlich nervig. Kann auch die Klasse selbst aufwerten. Hier. Dann schaltet man verschiedene Dinge frei. Finde ich ziemlich cool. So, was hat der Sturmsoldat eigentlich für ein Passive? Also für eine Gasgranate. Also nicht Passive, sondern eine Klassenfähigkeit. Haben wir irgendwas, um da rein zu tun? Nee. Oh, wo haben wir denn den Sniper her? Oh, eine Tech 50 sogar. Die ist sau gut. Im Gunsmith ändern. Schalldämpfer drauf. Huch. Haben wir noch einen anderen. Und T5XI-Visier. Perfekt. Perfekt. Machen wir das Ding noch ein bisschen farbig. Haben wir das Ding grün und die Dinger wieder schwarz. Andere. Das haben wir einmal beige und einmal grün. Sieht doch ganz nett aus hier. Gut. Geil, wir haben eine richtig fette Sniper. So, das hier vorne ist auch ein Hubschrauberwrack, zu dem wir müssen. So, jetzt gehen wir jetzt erstmal zu dem anderen.
mit dieser unsäglichen Cutscene. Ich will jetzt nichts spoilern. Aber ich sag schon mal im Voraus, ich habe so meine Zweifel, dass er tot ist. Warum, sage ich euch dann nach der Cutscene. Die in 170 Metern kommt. Aber kriegen wir nämlich unsere erste Begegnung mit den Wolves. Die meinen, sie wären besonders gut, aber sind sie nicht. Aber das finde ich auch wiederum sehr gut, denn die haben halt nur ziemlich gute Ausrüstung, aber trotzdem sterben sie mit einem Headshot. Trotzdem sterben sie mit einem Headshot und das ist sehr, sehr gut. Moment, es ist jetzt eigentlich wieder hell genug. Dann switche ich nochmal eben rüber und nehme den Filter wieder raus, damit es nicht zu milchig aussieht bei euch. So, bereit für die Cutscene? Ich bin dann nochmal leise. Stormcloud 1-1, this is Weaver, come in, over. This is Weaver, come in, over. Anything? Ugats. Contact, contact! Walker. Shall we, Weaver? Ich glaube nicht, dass er tot ist. Walker. Wenn wir da unten sind, zeige ich euch auch wieso. Ich kann es ja schon mal sagen, seine Leiche liegt hier nirgends. Kann natürlich sein, dass das gefixt wird. Warum ist denn da schon ein Heli? Ach so, das ist der Heli mit Walker drin. Und nur mal gucken, was passiert. Nix. Cool. So. Sniper auspacken. Und erstmal alle markieren hier. Weil das mache ich besser so. Da steht noch einer rum. Ich würde mal gerne einen im Nahkampf ausschalten. Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich habe die immer alle mit einem Headshot weggeholt. So, waren das alle? Das waren alle. So. Den da hinten. Was für eine Reichweite hat die Sniper? Erstmal gucken. Sehr hoch. Gut. Damit ich ungefähr weiß, wo ich hinzielen muss. Um den Headshot zu bekommen. Jetzt weiß ich nicht, ob der hier hinterm Rauch steht. Den will ich mal am Leben lassen. Ich weiß es halt nicht, ob der da hinter dem Rauch steht. Ob der... Ja, ob der den anderen sieht. Und ich muss noch gucken, wie schnell die Sniper schießen kann. Okay. Nicht sehr schnell. Im Zweifelsfall wechsle ich dann wieder auf die 416. Ja, siehst du, der wird den nämlich sehen und der auch. Mach den zuerst, dann ihn und dann ihn hier. Pling! So, da waren es nur noch 6. Da waren es nur noch 5. Den hier, wie gesagt, will ich gerne am Leben lassen. So, jetzt kann es sein, dass alles den Bach runtergeht. Denn jetzt werde ich die 4 da hinten ausschalten. Ich gucke mal gerade, wie weit ich diese Granate werfen kann. Nee, war keine Granate. Shit, es wackelt. Warum wackelt das so viel? Oh Gott, weg hier. Huiuiui. Einmal heilen, bitte. Was war denn? Ich hätte mir vielleicht mal besser sollen die Klassenbeschreibung angucken. Um zu gucken, was der Sturmsoldat überhaupt so hat. Klassenfähigkeiten, Widerstand mit Lebensenergie, Sturmkompetenz, Boni mit Sturmgewehren und Schrotflinten. Reduzierter Rückstoß und hoher Schadenswiderstand. Ah, okay.
Okay, so jetzt haben wir uns natürlich verraten. Ich habe die Luft zu lange angehalten, deswegen hat es so gewackelt. Oh, oh Gott! Wie ihr seht, die hauen ganz schön rein. 3-4 Treffer und man ist hinüber. So, jetzt kommen sie. Und ich muss mich jetzt verkrümeln, für den Fall, dass die wirklich hier hochkommen. Aber sieht so aus, als würden sie unten stehen bleiben. Nein, einer kommt rüber. Ich muss hier weg. So, die wissen nicht mehr, was los ist. Und da hatten wir gerade eben, hatten wir wieder das Problem, was ich bei Wildlands oft mit Steinen hatte. Nämlich, dass ich sehe, dass ich drüber schieße, aber dann die Hitbox von der Vegetation zu groß ist. Jetzt sind die natürlich alle drei da unten. Dann picke ich die eben von hier. Einen will ich, wie gesagt, am Leben lassen, um den im Nahkampf auszuschalten. Weil ich das noch nie gemacht habe einfach. Wir wissen, ob das geht. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Klasse. Hier vielleicht. Auch nicht. Hier. Prima. So. So. Es lebt nur noch einer. Da war es nur noch einer. Diese Meldung da rechts ist viel zu groß und das Gefahrenzonenschild auch. Man kann übrigens craften. Deswegen sammelt man hier so die Dinge auf. Aber das Gute ist, die Dinge sammelt man automatisch auf. Das heißt, man muss nicht extra eine Taste drücken. Und da kann man dann beim Biwak kann man da Heilgegenstände und Gegenstände für Buffs und sowas craften. So, der guckt jetzt natürlich wahrscheinlich in die falsche Richtung. Ich muss mal gucken, ob ich den... Ich bezweifle, dass ich den so krieg. Ich hab ich einen Ablenkungsköder oder sowas? Nee. Wenn der uns sieht, sind wir tot, ne? Ist klar. Boah. Geht's? Es geht! Nice! Meine Trophäe. Den nehme ich jetzt mit. Kann mich aber nicht mehr bewegen, weil wenn man hier schwimmt. Oh nein, ich stecke fest, oder? Ich stecke fest. Unter Wasser im Boden. Nun! Vielleicht hätte ich ihn einfach liegen lassen sollen. Ich komme nicht mehr weg. Nein! Das ist schlecht. Fuck! Damn you, Beta! Können wir, Schnellreise können wir auch noch nirgends hin machen. Das ist schlecht. Hm. Es gibt nur eine Art, wie wir da wieder rauskommen. Es tut mir leid, dass ihr das jetzt miterleben müsst, aber es ist eben eine Beta und na Beta gibt es Fehler. Punkt. So, hier nochmal, zack. Jetzt starten wir wieder am gecrashten Helikopter, haben aber noch unsere Ausrüstung. Also, alles gut, wir gehen jetzt einfach wieder dahin. Oh! Okay, das ist neu. Und irgendwie haben wir auch Nacht wieder. Also als ich das letzte Mal... So, ich mache den Filter wieder rein. Als mir das im... Oh, da sind die Gegner wieder da. Jetzt ist es aber echt sehr dunkel. Alter Schwede. Ich hoffe, für euch ist es einigermaßen hell. Also ich sehe die kaum.
Ich markiere ungefähr da, wo ich weiß, dass sie sind. Also im Technical Test ist man immer nochmal am Starthelikopter gespawnt. Irgendwo da war einer. Da und da ist aber noch einer. Und musste dann den ganzen Weg nochmal laufen. War da unten nicht auch irgendwo einer gewesen? Nee, hier jetzt nicht. Ich habe noch kein Nachtsichtgerät. Ah, wir haben aber Punkte zum Freischalten. Wir haben Punkte zum Freischalten. Einen, dann schalte ich das Nachtsichtgerät frei. Ich hätte zwar was anderes freigeschaltet, aber das Nachtsichtgerät ist echt hässlich und verdammt hell. Vielleicht mache ich euch dann, wenn ich mit Nachtsichtgerät spiele, den Filter wieder raus. Dann ist es vielleicht nicht ganz so hell für euch. Aber man sieht echt kaum was mit diesem Nachtsichtgerät, das ist brutal. Aber jetzt hier zumindest mehr als vorher, ohne Nachtsichtgerät. So, wo ist denn dieser eine? Der muss irgendwo da, da hinten ist er. So, schnapp ich mir jetzt den hier, also die drei, vier wieder. Kling. Ja, kriegen wir eben doppelt so viele Drops. Ist doch auch gut. Bekommen wir einen Drop mehr. Beziehungsweise einmal Drops mehr. Als wir bekommen hätten, wenn wir jetzt nicht neu geladen hätten. Das ist eigentlich ein Exploit, ne? So, ich mache jetzt mal, stelle es um auf Einzelfeuer. So. Nice! Und die anderen haben nichts mitgekriegt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Den muss ich aber ausschalten. Oh cool, und Schuhe freigeschaltet. Nett, dankeschön. Vielen Dank. Warum haben wir denn jetzt die Mütze an? Das ist auch so ein Beta-Bug. Der setzt dann... Huch, der überschreibt einfach die Auswahl. So, ich will keine Mütze. Bam, und wieder ein Level up. Oh, und eine coole Tarnung. Eine schöne Tarnung. Wo machen wir... Und wir haben noch eben auch eine Pistole freigeschaltet. Die hat eine enorme Reichweite, mehr Schaden. Ja, komm, nehmen wir. Was sind die? Machen wir dann mit dieser neuen Tarnung. Dieser neuen Farbe. Hier. Zack. So, den Rest lassen wir. Sehen wir mit Nachtsichtgerät sowieso nicht so viel. Oh, dieses große Fenster, es ist so nervig. Aber wenn wir dann in den Streams, also insofern mein Internet mitspielt, ansonsten mache ich es als Aufnahme. Ja, alles leise. Hm? Ich finde es gut, dass die dann einfach ein Stück, dass die mir dann einfach ein Stück entgegengerutscht kommen. Oh, Level 5, Drohne freigeschaltet und das Fernglas. Juhu! Jetzt haben wir eine Drohne und ein Fernglas. Fernglas müssen wir übrigens hier auswählen. Dann können wir es mit G benutzen. Wir haben es nicht mehr standardmäßig. Aber gut. So, da hinten war doch auch noch irgendwas. Der eine hat doch was fallen lassen, da. Da ist noch was zum Aufsammeln. Zack, zack. Winterwegerich. Was gibt's hier so? Eine Apex-Hose. 5-11 Apex-Hose. Hose. Gut, vielen Dank. So, und jetzt kann ich es euch zeigen. Ich hoffe mal... Naja... Jetzt kann ich es euch natürlich nicht mehr zeigen, weil jetzt gar keine Leichen mehr da liegen. Dann müsst ihr mir einfach vertrauen, Weaver liegt hier nicht. Also hier liegt jetzt im Moment keiner mehr. Aber nach der Cutscene liegen hier ein paar Leichen. Aber Weaver ist nicht dabei. Und es wird auch nirgends wirklich gesagt, dass Weaver tot ist. Er sagt, also Nomad sagt nur, aber Weaver... Also irgendwie, Midas ist noch verschwunden, aber Weaver...
Punkt, 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 ne? So impliziert, dass er tot ist. Aber ich glaube nicht, dass der tot ist. Ich glaube, der Typ lebt noch. Ich glaube nicht, dass Ubisoft Weaver tötet. Zumindest hoffe ich es nicht. Ich glaube ja, also meine Theorie ist, dass der entführt wurde. Dass der irgendwie ins Bein geschossen hat oder in den Bauch, sonst wohin. Aber halt nicht komplett tödlich. Die haben ja Lampen. I just smoked a ghost first. So, du hast gerade einen Ghost geraucht. Nun, der Ghost hat dich gerade in der Pfeife geraucht. Einfach die letzten paar wegpicken. Zack. Ohne Jagdweste. Seht ihr, das ist... Eigentlich ist es cool, man freut sich immer, wenn man eine bessere Ausrüstung bekommt. Aber es ist auch total nervig, weil es einen immer aus der Immersion rausnimmt. Bei Wildlands hat man ja... Also waren diese Westen und sowas, war ja alles rein kosmetisch. Und hat man im Charakter-Editor ausgerüstet. Was haben wir hier? Eine G28, ist die besser? Ich glaube nicht, ne? Besseres Handling, Ermündungsgeschwindigkeit und Durchdringung, weniger Reichweite und weniger Schaden. Nee, ich bleib bei der Tech. Wegen der Reichweite. Der Sniper muss für mich vor allem Reichweite haben. Denn Kopfschuss ist sowieso immer tödlich und wenn ich den Kopf nicht treffe, mit anderen Snipern, mit anderen Scharfschützengewehren, werden auch Körpertreffer tödlich. Aber wenn ich den Kopf nicht treffe, ist das meine Schuld und nicht die... Also wenn der Gegner dann nicht tot ist, wenn ich auf ihn geschossen habe, ist das meine Schuld, nicht die Schuld des Gewehres. Was haben wir hier noch? Eine Dragunov, eine SVD. Einmal vergleichen bitte. Nee, auch nicht so viel Reichweite. So, einmal Funkspruch. Mayday. Mayday. This is Ghost Lead. Does anyone read? 5x5, Ghost Lead. Who is this? A friend. I got the radio from a ghost. This ghost still breathing? Ghost Lead, you can chase the White Rabbit. Or run with the Red Queen. Give me a sit rep. That can wait. Your man's getting medical treatment. Follow the trail behind the ancient ruins. Your destination is in the mountains between two waterfalls. Understood. Ghost Lead out. So, dann begeben wir uns doch mal dahin. Die Drohne kann ich auch noch zeigen, ist nichts Besonderes. Einfach wie die alte Drohne. Mit dem Unterschied, dass hier steht Sichtmodus, aber es macht nichts. Ich vermute, ich weiß es nicht genau, aber ich vermute, dass man die Sichtmodi für die Drohne separat freischalten muss über den Skilltree. Wobei, wir haben doch wieder Skillpunkte. Zwei Stück haben wir. Wärmebild. Wärmebild und Sensorgranate. Ich glaube, die will ich beide. Was haben wir hier? Sensorheck. Schaden an Drohnen, bla bla. Ich nehme die Wärmesicht und die Sensorgranate. Die ist nämlich sehr geil. Die kenne ich aus dem Multiplayer. Aus dem Ghost War Modus von Wildlands. Bin ich hier gut getarnt? Na, geht so. Full Auto wieder. Wieder auf Autofeuer umgestellt. Ich habe euch im Blick, meine Freunde. Oder wieder Einzelfeuer. Was geht mit ihm da hinten?
Wo wollte der denn hin? Schlechte Soldaten. Bleiben einfach mitten auf dem Feld stehen. Ohne Deckung. Aber gut, das habe ich auch mehr als oft gemacht. Was ich noch ein bisschen schade finde, ist die Fahrzeuge. Das ist extrem nervig. Durch die Trägheit, also wenn man jetzt, wenn ich aufhöre zu drücken, ich höre jetzt auf, man läuft dann immer noch zwei, drei Schritte weiter, weil hier so eine, die Trägheit des Körpers ein bisschen eingebaut haben. Aber ich laufe immer an den Fahrertüren vorbei und steige hinten als Passagier ein. Und was ich schade finde bei den Autos, die sind einfach total langsam. Das hier ist Vollspeed. Schneller wird's nicht. Voll ätzend. Die Motorräder sind zwar auch nicht wesentlich schneller, aber sie fühlen sich besser an. Aber guck mal. Motorradkegel. So, auf geht's. Sie fühlen sich wesentlich schneller an. Ich weiß nicht, ob sie schneller sind. Das müssen wir mal mit einem Kumpel ausprobieren. Vorne haben wir wieder Gegner. Nicht mehr lange. Ja, da habt ihr... You have a point. Tja, schade. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der jetzt rüberkommt. Denn als ich das erste Mal gespielt habe, ist der immer da unten stehen geblieben. Da konnte ich ihn schön wegnehmen im Nahkampf. Naja. Ist aber auch schön, wenn so... Also ich hoffe, das war zufällig, dass der sich bewegt hat. Und nicht geskriptet. Denn wenn so ein Zufallselement drin ist, dann macht's auch das nochmal Spielen von Missionen macht's dann interessanter. Achso, müssen wir hier noch was ausrüsten? Nee, man kann verschiedene Vorteile freischalten. Hier. Und dann muss man die hier ausrüsten. In diese Slots. Und man kann auch bis zu drei Vorlagen haben. Da kann man, keine Ahnung, eine Nahkampfvorlage mit MP und Shotgun haben. Oder eine Sniper-Vorlage und sowas. Ihr wisst bestimmt, was damit anzufangen. Und ich finde, es gibt extrem viel in der Welt hier zu entdecken. Noch mehr als in Wildlands. So auch abseits der Missionsgedöns. Das erste zeige ich euch gleich, was ich so gefunden habe, durch Zufall. Ja, es wird eine lange Folge. Ich sag ja, ich mache das jetzt missionsbasiert und ich schaue mir natürlich auch die Umgebung ein bisschen an. Obsidian gefunden. Jetzt öffne die Kiste und gib mir die Scale-Credits, Mann. Und nach der Cutscene, wenn wir an unserem Bestimmungsort angelangt sind, nach der Cutscene werde ich dann diese Folge beenden. Und dann mit der nächsten Folge wieder rein. Diesen Bug mit der Textur habe ich schon gemeldet. Nicht nur ich, auch andere. So, hier. Das ist eine coole Höhle. Wenn man sich nicht umguckt, dann findet man die nicht so einfach. Vor allem kann ich mir vorstellen, dass es sehr schwer wird, solche Höhlen und sowas mit, also ohne HUD und ohne Minimap zu finden. Denn auf der Minimap sehe ich, hier ist eine Kiste. Ja, da unter, zwischen Auto und dem Pfeil, so ist eine Kiste. Wenn ich mich ein bisschen umdrehe, vielleicht sieht man, man sieht es nicht wirklich. Aber da ist eine Kiste und da kann ich suchen, wo die ist. Aber... Einmal Fundstückeinsatz, Ziel, vielen Dank. Gibt es hier verschiedene Dinge, die man finden kann. Kann man als Quest anheften. Dann kann man alle Infos suchen und sowas. Also es gibt sehr viel zu tun, wenn man das Ganze komplett machen will. Was ich natürlich möchte. Nicht in der Beta.
aber wenn das Spiel released ist, auf jeden Fall. Also ohne HUD, ohne Symbole auf der Minimap, findet man solche Orte bestimmt nicht so einfach. Weil man gar nicht weiß, dass da was ist. Eine MP7. Da ist auch immer dasselbe drin, scheinbar. Ist es hell? Also, es ist extrem hell da draußen. Tatsächlich. Die Sonne scheint. Kann man die kaputt schießen? Jo, cool, eine antike Vase zerstört. Perfekt. Oh, bin erschöpft. Habe ich schon eine Wasserflasche freigeschaltet? Nee, schade. So, weiter geht's zu unserem Bestimmungsort. Diese Questmarker kann man übrigens ausschalten, indem man hier geführter Modus ausschaltet. Das ist jetzt aus, aber im Tutorial, in der Tutorial-Mission, bis wir an unserem Ziel jetzt angelangt sind, sind die immer an. Erst nach dem Tutorial werden die dann, also beachtet diesen geführte Modus-Auswahl. Wie viele Punkte haben wir? Achso, es wird nur markiert, weil wir nicht alle mal mit der Maus markiert hatten. Hier haben wir ein paar Gegnats rumrennen. Drei Stück, glaube ich. Der Dalriata-Wald. Da ist doch gerade einer aus der Tür gekommen, oder? Ja. Da haben wir zwei Kisten. Zivis. Wo ist der dritte? Ist der noch da drin? Da ist niemand drin. Wo ist der? In dem Haus vielleicht. Da ist er. Antikes Heiligtum. Ort entdeckt. Man hat nicht so eine große Bindung zu dieser Welt, weil es halt ein fiktiver Ort ist. Noch eine 516. 416, eine 516. Was ist der Unterschied? Weniger Genauigkeit ist der Unterschied. Wenn ich jetzt da ein anderes Visier dran mache, geht die Genauigkeit dann hoch? Also höher als hier? Nö. Und weniger Schaden. Nee, ich bleib. Aber dafür eine viel höhere Feuerrate, also 100 Schuss mehr. Sehr dunkel trotzdem. Das weiß ich, gehe jetzt da rein und warte auf den. Der kommt ja bestimmt gleich wieder rein, oder? I was passing one of the ancient villages the other day. The whole thing was cleared out. Empty. Magnetismus, Kannibalismus, Magnetismus. Those ancients really cared about the environment. They didn't cause any. Kommt er da schon wieder? Ich glaube. Ich will den Nahkampf nehmen. Komm. Ja, komm nur. Komm nur, ich warte schon auf dich. Wo läuft der denn rum? Kommst du jetzt oder kommst du nicht? Hallo? Was machst du denn da? Oh, der andere kommt. Oh, schlecht. Lalalala, wieder hinter die Deckung, bitte. Und der stellt sich jetzt dahin, oder wie? Ihr wollt mich doch verarschen. Freunde. Brecher, Nahkampfgegner. Und der andere läuft außenrum. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht von hinten rein. Oh, shit. Jetzt habe ich ein Problem. Shit. Oh Gott sei Dank. Nix war. Der hatte Schritte gehört. Aber dann nehme ich den anderen jetzt eben so. Hallo. Na du. Willst du mir nicht einen halben Meter entgegengerutscht kommen? Ja. Das ist aber nett. Sehr, sehr freundlich von Ihnen. I was passing one of the ancient villages the other day. The whole thing was cleared out. Hallo, Kuckucks. So, nice. Und wieder ein Stufenaufstieg. Stufe 6, juhu. Von unserem Waffenskin sieht man nicht mehr viel, ne?
ganz vermatscht, die Waffe, oder? Ah, ja, doch, die Waffe ist ganz vermatscht. Der Schalldämpfer geht noch. So, wir haben hier hin. Das hier sieht doch auch aus, als wäre es was. Nö, ist nix. Einfach nur Blätter. Aber da hinten gibt es noch Infos. Und dann fahren wir wieder weiter. Dann ist die Action schon fast vorbei. Dieselben Blätter, wie da hinten liegen, aber hier kann ich sie untersuchen. Gut. Übrigens bestätigen mit der Leertaste. Ist ein bisschen unintuitiv, aber man kommt recht schnell rein. Zusätzlich habe ich mir dann noch die ganze Steuerung, also ich habe fast die komplette Steuerung umgeändert. Ich könnte ja da hochfahren. Also es ist kaum noch was auf der Standardtaste. Weil ich habe so viel Wildlands gespielt, ich komme mit einer anderen Steuerung nicht klar. Deswegen habe ich mir das meiste auf Wildlands Steuerungstasten gelegt. Und habe deshalb jetzt auf Y die Drohne, auf X nicht gehen, sonst habe ich auf Caps Lock und auf N. Ich glaube, ich will doch die andere Straße entlang. Ich will jetzt nicht hier Serpentinen fahren. Und auf X habe ich die Klassenfähigkeit hier gelegt. Die Autos sind so langsam, das macht gar keinen Spaß, mit denen zu fahren. Ich glaube, das muss ich auch noch ins Feedback-Forum schreiben. Dass Autos einfach viel zu langsam sind. Einmal scouten. Und ich glaube, bei denen will ich mal die Gasgranate ausprobieren. Das sind auch die letzten Gegner für diese Folge. Seht ihr da vorne? Hier so... Da vorne ist noch eine Kiste auf der Minimap markiert. Und die ist bestimmt auch in irgendeiner Höhle, würde ich vermuten. Ohne die Minimap wüsste ich nicht, dass da was ist und würde da wahrscheinlich nicht hingehen. Kann ich da rein? Ohne verletzt zu werden? Oh, es verzieht sich schon. Oh, schade. Wollte es noch ausprobieren. Egal. Sehr effektiv auf jeden Fall. Eine Diegel! Na klar, eine Diegel. Aber auf eine Diegel geht kein Schalldämpfer, glaube ich. Ich mag die Diegel, aber auf die Diegel geht halt leider kein Schalldämpfer. Haben wir hier noch ein anderes Auto? Ja, unseres. Aber dann sind wir mit allem mal gefahren. Außer mit dem Buggy. Tut, tut. Leider kann man immer noch nicht hupen. Das ist sehr schade, dass man noch nicht hupen kann. Ich will so gerne hupen. Das ist so meine Lieblingsbeschäftigung beim Fahren. Das mache ich selbst bei PUBG. Ich hupe in der Gegend rum, einfach weil ich es kann. Mir egal, ob ich da Aufmerksamkeit auf mich ziehe oder nicht. So, dann fahren wir noch einmal mit dem Buggy, damit ihr den auch gesehen habt. Und dann... fahren wir zu unserem Einsatzziel. Nach der ersten Cutscene wird die Folge dann beendet. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Hier unten auch wieder eine Kiste. Würde ich so nicht wissen, dass da eine Kiste ist. Das sehen wir dann. Das wird es dann in den Release-Livestreams dann der Fall sein. Ich hoffe, die bauen noch oben am Bildschirmrand einen Kompass ein. So eine Kompassleiste. Damit ich auch ohne Minimap spielen kann. Ich habe schon mal ein Forum geschrieben. Abwarten. So. Oder wisst ihr was? Nicht nach der ersten Cutscene, sondern nach der zweiten. So. Und gleich die erste kleine Cutscene. Und danach geht's noch weiter. Kurz. Stop right there! Who are you? I was invited. Who the hell are you? Another one. You can always turn around and go back down the mountain. Things are a little tense.
you know? Just watch how you handle that weapon. We don't allow shooting in Erewhon. And what's Erewhon? The cave, so we call it. Get in. So, und weiter vorne treffen wir dann noch ein paar Ghost-Kameraden. Leider kann man hier drin nicht sprinten. Ich finde das so blöd in Hubs. Das ist dasselbe bei The Division. Warum kann man in Hubs nicht sprinten? Das ist so nervig. Und dann ist der Ausgang noch so ewig weit weg. So, hier nach dieser Cutscene werde ich die Folge beenden. Deshalb verabschiede ich mich schon mal. Bis morgen, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns. You boys all right or what? We're the only two left in our chalk. No radio, no drones. Between the two of us, we got two rifles and eight mags. Locals got water here. And some supplies. Can you believe this place, man? Goddamn. My mind's blown. Yep. And they're friendly, more or less, but they're still keeping us on a short leash. You boys know what took out our birds? No clue. But there are definitely hostiles out there. Tangled with some troops out there who were calling themselves wolves. You know who we're dealing with? Now you're dealing with me. You the one in charge here? Who's asking? My call sign's Nomad. I'm the officer in charge of this operation. By operation, I assume you mean the massively wild screw-up. Hey, old man. You playing nice? I'm just trying to find out why a bunch of grunts are falling from the sky into our laps, honey. Well, someone sank a naval cargo ship off the coast. Then the entire archipelago of Aurora went dark. Now, we were sent here to figure out what happened. Next thing we know, our choppers were taken down. Almost half of my soldiers are dead. Best we can tell, some kind of military takeover. Sentinel, military contractors, they put this place under martial law, using the old boot in the neck technique to enforce it. Skeltech is still making all the high-tech stuff they always make. Except maybe now they're making more weapons. Not exactly the libertarian utopia J-Skell advertised. Where can I find J-Skell? The head of Skeltech himself. We haven't seen him, but his drones are keeping an eye on his islands. So you think he's still a part of this? We're just not sure why. All right. Well, I'll put figuring it out on my to-do list. For now, let's see our wounded. Yeah. One of your guys needs to rest, but he won't shut up. Calm him down, yeah? And then come find me. I'll give you the guided tour. Ach stimmt, ich habe die Hold-Cutscene vergessen. Die dürft ihr natürlich auch noch sehen. Die gehört quasi noch dazu. Die gehört zu der Quest noch dazu. Also, viel Spaß. Und achte drauf, er sagt nicht wörtlich, dass Weaver tot ist. Er sagt nur Punkt, Punkt, Punkt. Nur so impliziert. Bis morgen. Oh. Hey. Who are you, man? Nomad. Who's left? Who made it? Hey, you just relax, pal. I'm doing what I can. You damn superhero. Here. Here's another superpower.
find Midas. But Weaver... Hey, just relax, pal. We'll take care of it, all right? And the Wasp. Yeah. And with the comms blackout, I can't reach the ship. But I'll talk to Mad Shells, the big guy. He might have a boat I can use. Don't you worry. I'll come back with some help. Go.